Hallo und herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanal. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute gibt es ein Video von mir oder ich will ein Video machen über die Nisi-Linse oder jedenfalls im Einsatz der Nisi-Linse. Der liebe Stefan, der war so lieb zu mir und hat mir ein großes Päckchen geschickt. Also es wird mehrere Videos geben. Nochmal herzlichen Dank, Stefan, für die Bereitstellung, dass ich das testen kann. Und da sind unter anderem zwei Nisi-Linsen dabei gewesen. So, wer nicht weiß, was eine Nisi-Linse ist, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe die hier schon auf der Kamera drauf. Das ist also eine Close-Up-Linse, ja, und die macht nichts anderes. Die vergrößert eigentlich den Bildausschnitt, ja, in Form eines, ich würde schon sagen, eines Makroobjektives. Also es kommt sehr, 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 sehr nah. Und ich behaupte mal, wir haben fast eine 1:1 Übertragung. So, ich mache die nochmal ab, ich schraube die mal ab, damit ihr nochmal nachvollziehen könnt, wie das Ganze aufgebaut ist. Einen Moment. So. Ja, also wir haben hier eine ganz einfache Linse und diese Linse gibt es in zwei verschiedenen Größenordnungen. Also hier habe ich jetzt eine 77 mm Linse und zu dieser 77 mm Linse gibt es Step-Up-Ringe, ja, so dass ich das auf mehrere Objektive natürlich draufschrauben kann. Und dann gibt es noch eine kleinere Linse, ich glaube die ist 58 mm vom Durchmesser, muss ich jetzt gleich mal gucken. Und die kann man dann aus Makroobjektiv draufschrauben. Beim 1:1 Makro kriege ich dann einen Vergrößerungsradius von, ich sag mal 2:1, kommt das auch sehr, sehr nah. So, das will ich heute auf jeden Fall ausprobieren. Und im Einsatz nehme ich als allererstes ein normales Reiseobjektiv, das ist ein Nikon 18-200 mm. Und dieses 18-200 mm habe ich deshalb gewählt, weil das ist so ein Allrounder, Allround-Zoom-Objektiv. Und mit diesem Allround-Zoom-Objektiv kann man natürlich sehr, sehr viel machen. Ja? Wenn man auf Städtetour geht, wenn man wandern geht, ja? 18-200 mm auf APS-C deckt eine ganze Menge mit ab. Und dann kann man sagen, wer jetzt nur ein Objektiv mitnehmen will, will aber auch Nahaufnahmen machen, ist man mit so einem Reisezoom wirklich sehr gut abgedeckt. Und wenn ich jetzt so eine Nisi-Linse im Einsatz habe, dann kann ich aus einem Reisezoom quasi gesagt ein Makro in Anführungsstrichen, ein Makroobjektiv machen, ja, und kann natürlich mir Nahaufnahmen schön ranholen und kann sie die im Bildmaßstab natürlich vergrößern, wo ich sagen kann, ja, das kommt 1:1 wirklich sehr nah. Das finde ich hochinteressant. Ich habe noch eine Rhinox-Linse und diese Rhinox-Linse passt auf diesen 200 mm Objektiv nicht drauf, weil das mein 200 mm Objektiv hat einen Durchmesser von 72 mm und die Rhinox-Linse endet bei 67 mm. Selbst wenn ich da als Step-Up-Ringe nehmen würde, macht das keinen Sinn, weil ich dann eine Vignette habe. Ist also keine gute Lösung. Ich müsste jetzt auf das 300er Teleobjektiv wechseln, um die Rhinox-Linse verwenden zu können. Aber das ist bei einem 300 Tele extrem schwierig. Und hier stelle ich mir das wirklich sehr einfach vor und das testen wir heute. Also, ich freue mich, dass ihr dabei seid und lieber Stefan, deine Linse kommt heute voll zum Einsatz und da freue ich mich auch drauf und wir hören gleich nochmal. Also, ich bereite das jetzt ein bisschen vor und dann gehen wir zum ersten Motiv. Also, bis gleich. So, ich habe jetzt hier extra dieses Stückchen, ja, Waldgebiet kann man nicht sagen, aber es sind ein paar Bäumchen hier und das ist bei mir direkt im Ort. Und hier habe ich die Tage ein paar kleine Pilze gesehen. Und die finde ich natürlich, das finde ich natürlich spannend. Und unter anderem habe ich jetzt hier einen, ja, da seht ihr mal, wie groß der ist, das ist mein Finger. Und da ist so ein ganz kleiner Pilz. Und hier bin ich jetzt in Abstand von nicht mal 20 cm. Mit der Linsen zum Pilzen. So, und so wie ihr das jetzt im Video seht, habe ich jetzt im Maßstab in der Vergrößerung, das ist eigentlich schon Makroart. Ja, das ist, kommt ein Makroobjektiv wirklich sehr, 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 sehr nahe. Und wenn ich jetzt unterwegs wäre
mit einer Linse und hätte so eine Nisi-Linse ständig dabei, würde ich das Makroobjektiv gar nicht mehr mitnehmen, weil dieser Abbildungsmaßstab, der reicht mir vollkommen aus. Und der Schärfegrad reicht mir auch aus. Ich bin jetzt bei einer offenen Blende von 5,6. Im Video ist jetzt natürlich ein bisschen gekroppt, ne? Aber so werde ich jetzt mein erstes Bild machen. Ich mache jetzt ein Bild, so wie ihr das jetzt hier seht, einmal mit der Nisi-Linse. Dann schraube ich die mal ab und mache das gleiche Bild nochmal ohne Nisi-Linse, damit ihr einfach mal den Unterschied seht. Und werde die Kamera auf jeden Fall hier von dem Abstand her nicht verändern. Ne? Mein Telezoom 18-200mm komme ich relativ auch sehr nah an das Motiv ran. Mit den 300er Tele müsste ich weiter weg, aber bei den 200er Tele ist das absolut kein Problem. Und das machen wir jetzt mal. Ich mache jetzt mein erstes Bild, genauso wie ihr das jetzt im Video nochmal seht. Bleibe bei einer offenen Blende von 5,6. Ja, ISO bin ich jetzt bei 320. Und ich bin bei einer Verschlusszeit von 1/80. Warum mache ich jetzt ISO nicht auf 100? Das ist ganz einfach. Ich habe die Kamera hier auf dem Boden aufgelegt, ja, damit ich wirklich bodennah bin und verwende dadurch natürlich kein Stativ. Und da wir hier in Wald, das ist schon Waldgegend, kann ich mir schon sagen, gleiche Perspektive, damit die Verschlusszeit also noch so ist, dass trotz Stabi das Bild nicht verwackelt, mache ich den ISO auf 320, also auf 320. Und so habe ich auch die Garantie, dass das Bild gut aussieht und scharf ist. So, ich mache jetzt mein erstes Foto und dann blende ich euch das gleiche Foto nochmal ein, ohne Nisi-Linse, damit ihr den Vergleich seht, und dann hören wir nochmal. Also, bis gleich. So, das gleiche mache ich jetzt mit einem Makroobjektiv. Und zwar, ich komme gleich nochmal zu dem Motiv, was ich eben gemacht habe, zurück. Und vorher habe ich aber jetzt hier noch einen Pilz gefunden. Und zwar, genau da am Baum dran. Und hier seht ihr die Entfernung. Ja, ich habe jetzt die andere Kamera genommen, weil ich ja ein Makroobjektiv drauf habe. Und mit dem Makroobjektiv habe ich diese Bildvergrößerung. Und da mache ich jetzt ein Foto. Und diese Nisi-Linse schraube ich dann bei dem gleichen Abstand auf das Makroobjektiv auch drauf. Und werde dann da auch ein Bild von machen. Und beide stellen wir dann gleich gegenüber. Mal sehen, wie das aussieht. Also, bis gleich.
So, absolut spannend für mich. Ihr seht jetzt gerade den Vergleich. Ich blende jetzt einmal dieses Bild, was wir jetzt hier gemacht haben, unten hier am Baum. Also genau da unten ist so ein ganz, ganz kleiner Pilz. Ja, lass hier mal 1 Zentimeter hoch sein, ja, vielleicht 2, aber mehr auf keinen Fall. Also er ist schon relativ, er ist sehr, sehr, sehr klein. Und das Bild, was ihr jetzt seht, das ist ein Foto mit ohne Nisi-Linse. Und das Bild, was ihr jetzt seht, ist das Bild mit Nisi-Linse. So, jetzt stellen wir die mal gegenüber. Ich habe jetzt die Kamera mit dem Makroobjektiv von Abstand her nicht verändert. Ich habe also jetzt den Mindestabstand von Objektiv gewählt. Also den Mindestabstand des Objektives zum Motiv. Da habe ich jetzt ein Bild gemacht und habe dann die Nisi-Linse draufgeschraubt und habe auch ein Bild gemacht, ohne den Abstand zu verändern. So, das Interessante ist jetzt hier bei der Makrolinse, dass mir durch den Schärfegrad, den ich dann verändern muss, logischerweise, wenn ich die Linse draufsetze, ich ein größeres Bild, also das Motiv wird ein bisschen größer. Was für mich eigentlich erstmal logisch ist. Also es ist weiter weg und ohne der Linse hole ich es mir näher ran. Das war für mich erstmal ein bisschen unlogisch. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ja klar, die Linse vergrößert ja eigentlich. Was anderes macht die ja nicht. Und wenn ich jetzt den Schärfepunkt natürlich verlagere, dann habe ich natürlich einen anderen Schärfegrad bei einer vergrößerten Linse, was eigentlich einleuchtend ist. So, jetzt seht ihr 2 Bilder. Das ist der Mindestabstand des Objektives, 85 mm Nikon, also 85 mm Nikon Makroobjektiv. Das ist der Mindestabstand, den ich einhalten muss, um das Motiv scharf zu bekommen. So, und jetzt habe ich die Linse drauf gemacht und habe hier auch mit dem Mindestabstand rausgesucht, also bin näher ran und man sieht hier, ich komme mit der Nisi-Linse auf den Makroobjektiv natürlich näher ran. Ich kann mir also Details näher rausziehen. Das ist sehr, sehr spannend. Im Gesamten zwischen den 2 Nisi-Linsen, also auf den Makroobjektiv und auf den Telebereich, also auf den Telelinse, muss ich sagen, es ist einfacher, wie mit einer Rhinox-Linse zu arbeiten. Jedenfalls habe ich festgestellt. Die Rhinox-Linse finde ich schwieriger in der Handhabung. Für mich zählt jetzt nicht die Dioptrienvergrößerung, ja, oder was die Linse hat. Für mich zählen andere Punkte. Für mich muss es in der Praxis auch ohne Stativ im Außeneinsatz einfach gehen. Ja? Ich will da nicht 1000 Mal hinzappeln, mich dann rumärgern, dass das Bild nicht scharf wird und ich das kein scharfes Bild reinkriege. So, sehr spannend finde ich, dass ich bei einer Nisi-Linse auf dem Teleobjektiv eigentlich auch Sachen schöner ranholen kann, was eigentlich schon fast ein Makroobjektiv ersetzt. Das muss ich fairerweise sagen. So, man sieht natürlich vom Bokeh her, dass das Makroobjektiv vom Bokeh her natürlich viel, viel besser dargestellt wird von den Bildern her als bei den Teleobjektiv. Das ist natürlich klar. So, aber auch hier, wo wir das andere Bild gemacht haben, gehen wir nochmal hier zurück. Ja, also hier unten haben wir noch so einen kleinen Pilz. Das haben wir am Anfang gemacht, die 2 Bilder. Auch das habe ich mit dem Makroobjektiv gemacht. Und man sieht hier auch schön die doch eine Vergrößerung. Und man kann also auch da mit dem Makroobjektiv Details viel, viel näher ranholen. Das finde ich sehr, 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 sehr spannend. Also für mich ist es eindeutig, ist die Handhabung einer Nisi-Linse einfacher. Qualitativ würde ich noch nicht mal sagen, ob das besser ist, aber es ist einfacher in der Handhabung. Und das ist ein Punkt, wo dann das Fotografieren für jemanden wie mich hier zum Beispiel definitiv mehr Spaß macht. Weil du kommst besser mit klar, sagen wir es mal so. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, ich habe durch den, da ich hier keine Klemmen habe, sondern es wird aufgeschraubt, ist es für mich interessant, dadurch, dass ich es aufschrauben kann, dass ich es bei sehr, sehr vielen Objektiven verwenden kann.
Und das kann ich bei der Rhinox-Linse natürlich nicht. So, das soll es von mir heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was vermitteln. Also für mich macht das unglaublich viel Spaß, mit einer Nisi-Linse zu arbeiten. Und es ist auch für mich eine absolute Kaufempfehlung. So, klar, das zum Preis mal noch zu sagen. Die kleine Linse, die kostet, ich glaube, 79 Euro, wenn mich alles täuscht. Und die große Linse, wo ich auch ein 72-77mm Objektiv verwenden kann oder ein 67mm Objektiv verwenden kann, die kostet 140 oder 149. 140, 149. Ich verlinke das unten mal. Ich verlinke euch mal einen Amazon-Link. Ich kriege da keine Provision, also ich habe sowas noch nicht. Nur damit ihr darauf auch, wer sowas kaufen will, der soll das selber entscheiden. Ich finde es sehr, sehr spannend und vielen, vielen Dank an den Stefan nochmal, dass er mir das zugeschickt hat, dass ich das auf jeden Fall testen kann oder testen konnte. So, nächstes Mal gibt es wieder ein Video, weil der liebe Stefan hat mir natürlich noch mehr zugesendet und unter anderem ist da auch eine Nikon Z50 dabei und auch das werden wir im Einsatz vergleichen mit einer Spiegelreflexkamera, wo da die Vor- und Nachteile sind oder was ich so als Hobbyist als Vor- und Nachteil so sehe. So, wir sehen uns beim nächsten Video, spätestens nächste Woche Freitag. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Ich wünsche euch was. Ciao. Bye bye, euer Pierre. Thank you.